Hallo, einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 22. März 2016 mit der Nummer 813. Heute überschlagen sich natürlich wieder mal die Meldungen, sprich Belgien und so weiter und so fort. Interessant gehört zu haben in einem Video, was ich bereits im Blog unter den gestrigen Nachrichten gepostet habe, dass Herr Erdogan das angekündigt hat, dass Belgien auch drankommen könnte. Ist schon der Hammer. Kommen wir zu den Nachrichten. La Plata. Laut einer Studie des Socio-Umwelt-Interaction-Space, also des EMISA, der Universität von La Plata in Argentinien, ist in 100% der Rohbaumwolle auch der sterilen Baumwollgarge Glyphosat oder dessen Abbauprodukt AMPA enthalten. So auch bei Wattestäbchen, Wischtüchern, Tampons, Damenbinden. 85% aller Proben wurden positiv getestet für Glyphosat und 62% für AMPA, also Abbauprodukt von Glyphosat in der Umwelt. Aber bei Baumwolle und steriler Baumwollgarge waren es 100%, erläuterte Dr. Marino vom EMISA. Er offenbarte, dass diese Untersuchung nicht das ursprüngliche Ziel seiner Forschungsgruppe war. Wir wollten die Abtrift von Glyphosat bei Sprühanwendungen eigentlich ermitteln. Das heißt, wie weit der Stoff verbreitet wird, wenn er gesprüht wird. Genf Meeresspiegel. Dem IPCC zufolge war der Meeresspiegel im Zeitraum von 1901 bis 2010 mit einer Rate von 1,7 mm pro Jahr gestiegen, aber dann während des 18-jährigen Zeitraumes von 1993 bis 2010 um 3,2 mm pro Jahr. Das ist ähnlich derjenigen von 1920 bis 1950. Falls der Meeresspiegel wirklich mit einer Rate von 3,2 mm pro Jahr zwischen 1993 und 2010 gestiegen wäre, wie das IPCC 2013 mit hoher Sicherheit behauptete, dann sollten die thermischen Quellen und die Verdunstungsmenge mindestens ebenfalls im gleichen Zeitraum um 3,2 mm pro Jahr zugenommen haben. Aber falls die veröffentlichten Studien zum Anstieg des Meeresspiegels recht haben, berechnen diese lediglich einen Anstieg zwischen 0,8 bis 1,6 mm pro Jahr. Ein Viertel des vom IPCC behaupteten Anstiegs, dann ist etwas hinsichtlich der 3,2 mm pro Jahr aus altimetrischen Messungen von Satelliten höchst fragwürdig. Bargeld Bitcoin. Im Schatten der alle Aufmerksamkeit heischenden Flüchtlingskrise wird in Europa und den USA an einschneidenden Bargeldrestriktionen bis hin zu Cashverboten gearbeitet. Herrlich für behördliche Schnüffler, müssten wir alle Einkäufe bald mit Girocard, EC-Karte, Kreditkarte oder Smartphone bezahlen. Jeder neugierige Beamte und Marketingmanager könnte feststellen, wie wir uns ernähren, welche Bücher und Zeitschriften wir lesen und so weiter. Vor allem aber wäre der Weg endlich frei für die Einführung von Strafzinsen, auch für private Sparer. Denn wenn es kein Bargeld mehr gibt, könnte auch niemand Geld von seinem Konto abheben. Die Alternative lautete somit, mehr konsumieren und bargeldlos zahlen oder aber Strafzinsen entrichten. Der Staat verliere sein Monopol auf die Geldversorgung. Die Kampfansage an das Bargeld sei also nichts anderes als das letzte Aufkeuchen einer im Sterben liegenden Institution. Das Schlimmere fand ich noch, dass bei der CeBIT offen gesagt wurde, dass die Menschen sich diesen Chip käuflich sogar erwerben können, der zukünftig sozusagen das Geld steuern soll. Ich glaube, ich sage nichts mehr dazu. Wie blöd und degeneriert das Volk mittlerweile ist, dass sie sowas definitiv auch noch abkaufen. USA, EU, Russland. Die USA hat Europa Sanktionen gegenüber Russland aufgezwungen. Russland sei ein aggressiver, nicht einschätzbarer, gefährlicher, die Weltherrschaft anstrebender Staat. Die Europäer beeilten sich, diesen Ami-Wünschen nachzukommen. Dass dieser Schritt der europäischen Wirtschaft einen immens großen Schaden verursachen würde, dessen musste man sich gewiss sein. Mittlerweile geht der Schaden dadurch in die hunderte Milliarden. Rein wirtschaftliche und strategische Gründe veranlasste die USA dazu, die Russen von Europa fernzuhalten. Denn es gab eine wirtschaftliche und politische Annäherung, welche von den Amerikanern, die
die Vormachtstellung in Europa langfristig durchaus gefährdete. VSA. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in den VSA, aber davon lebt auch eine 124 Milliarden Dollar Industrie. Was würde passieren, wenn ein natürliches Heilmittel dafür entdeckt würde? Ganz unabhängig davon, wer Bescheid weiß, weiß, dass das schon lange gibt, aber nur für Auserwählte. Die 12 Todesfälle der Ärzte, die innerhalb von nur 3 Monaten letzten Sommer in den VSA aufgenommen wurden, deuten auf eine finstere Antwort. Könnte es sein, dass man bereits die Heilung für Krebs erforscht hat, der Bevölkerung aber den Zugriff dazu verweigert? Das kann nicht nur sein, das ist so. VSA Gentechnik Abwendung. In den VSA denken erste Farmer um, beginnen wieder konventionelles Saatgut anzubauen, da schlichtweg profitabler. Saatgut von Monsanto und Co. ist teurer als konventionelles, sein Anbau schwieriger und kostspieliger. Zunehmende Resistenzen von Unkraut steigerten den Unkrautvernichtungsmitteleinsatz in den letzten Jahren um 26%. Gleichzeitig ist in den VSA der Markt für gentechnikfreie Produkte stark gewachsen. Offenbar erkennen immer mehr Menschen die gesundheitlichen Risiken von Gentech. Selbst in der Tierzucht findet ein Umdenken statt, da inzwischen mehrere Studien belegen, dass sich Gennahrung negativ auf die Tiergesundheit auswirkt. Und da habe ich ja eine interessante Feststellung gemacht. In der Schweiz habe ich doch tatsächlich eine Papaya gesehen, die nur halb so groß war wie die Papayas, die bei uns in den Geschäften liegen. Und da stand tatsächlich drauf, kernlose Papaya, 5,99 in der Schweiz. Und der Gipfel ist jetzt, dass man Avocados halbiert schon anbietet, ohne Kern. Habe ich heute gesehen. Also wie gesagt, alles, wo die Kerne entfernt werden, das geht genauso um die Weintrauben. Das ist alles einfach nur noch Irrsinn. Mexiko-Stadt. Monsanto hat bestätigt, dass noch kein endgültiges Urteil zur Anbaulizenz für Gentech-Pflanzen in Mexiko gefällt worden ist. Ein mexikanischer Bundesrichter wies das entsprechende Ministerium Anfang März darauf hin, dass keine Genehmigung dafür erteilt werden darf, bis ein Expertenteam von Wissenschaftlern und Produzenten ein Ergebnis bezüglich der Auswirkungen vorlegt. Wenn es ja dann wenigstens ein ordentliches ist und nicht wieder ein gefegtes, wie alle möglichen Sachen, die alle hier nur gefegt sind. Brasilien. Brasilien hat sich in den vergangenen 8 Jahren besorgniserregend verschlechtert, was den Schutz der indigenen Rechte betrifft, so urteilte die UNO-Sonderbeauftragten Tauli Corpus. Im Bericht kritisiert sie unter anderem die Landkonflikte mit gewalttätigen Übergriffen auf Indios, die stagnierende Ausweisung von Indio-Territorien und die Installation von Großbauprojekten ohne vorherige Anhörung der betroffenen indigenen Völker. Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Israel. Vorantreiber internationaler Pläne einer kurdischen Unabhängigkeit. Das zionistische Apartheidregime von Israel und seine Lobby. Betrifft die kurdische Autonomieregion im Nordirak und den kurdisch geprägten syrischen Teil, in strategischer Hinsicht auch die kurdischen, türkischen und iranischen. Die Justizministerin des zionistischen Rassenregimes Shaked erklärte offen das Kalkül dahinter. Die Schwächung von Türkei und Iran. Teheran. Trotz Sanktionsaufhebung hat Teheran dem iranischen geistlichen Oberhaupt Khamenei zufolge noch immer Schwierigkeiten bei der Arbeit mit ausländischen Banken und dem internationalen Finanzsystem, berichteten westliche Medien. Die Amerikaner handeln nicht nach ihrem Versprechen, sie haben die Sanktionen nur auf dem Papier aufgehoben. So kennen wir das. Türkei, Syrien. Es gibt in verschiedenen Regionen Syriens nahe der türkischen Grenze Familien, welche das Land verlassen und Häuser und Grundstücke zum Spottpreis verkaufen, sagte das griechische Parlamentsmitglied Marias. Die Syrer würden gezwungen, ihre Immobilien an Türken und kriminelle Elemente zu verkaufen, welche sie nach Griechenland befördern. Man muss das untersuchen, weil Immobilien zu Schnäppchenpreisen erworben werden, um in Syrien türkische Enklaven zu schaffen. Indien. Nach dem Streikende indischer Juweliere wird mit anziehender Goldimportnachfrage Indiens gerechnet.
19 Tage lang haben Juweliere und Händler in Indien gegen die geplante Einführung einer zusätzlichen 1%igen Goldsteuer gestreikt. Wie Reuters meldete, wurde der Ausstand nun beendet. Guangdong, China. Die Bewohner eines Dorfes in der südchinesischen Provinz Guangdong betrachteten ihre saubere Luft als Schatz. Für 1,40 Euro können Touristen, die in den Städten unter schwerem Smog leiden, müssen dort eine kleine Tüte frische Luft erstehen. Da sieht man mal, wie degeneriert und blöd das Volk schon ist. Definitiv. Hat es jemand in Kanada eigentlich gemacht, zu eBay reingestellt. Ja, und da gibt es tatsächlich Leute, die das kaufen. Das ist nicht zu fassen. Moskau, Russland. Die internationalen Finanzreserven Russlands sind auf 381,1 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die Moskauer Zentralbank hält unterdessen an ihrer Politik fest, das auszubauen, statt die Mittel als zur Verfügung stehendes Geld in die Stabilisierung des Rubels zu pumpen. Anders als Saudi-Arabien und China gibt die russische Zentralbank kaum zusätzliche Finanzmittel zum Stopp der Rubelvolatilität aus. Diese Vorgehensweise wurde offenbar gewählt, nachdem Russland Ende 2014 mittels einer Geldschwemme von 67 Milliarden US-Dollar vergeblich versuchte, dem Rubelkollaps entgegenzuwirken. Die seither erfahrene Finanzstrategie scheint sich nicht zuletzt durch satte Dividenden der letzten Wochen auszuzahlen, als sich der Rubel ohne weiteres Zentralbankzutun erholte. Die russische Währung befindet sich auf ihrem diesjährigen Höchststand von knapp 68 Rubel gegenüber dem US-Dollar bei allmählich steigenden Ölpreisen. Wladimir Putin erkannte die Macht der Reserven in den Jahren 2008 bis 2009, als dank ihres Vorhandenseins Russland die globale Finanzkrise ohne signifikante Verluste überlebte. Mit einer geringeren Menge Reserven wäre es hingegen schwierig für Russland, nicht zuletzt aus psychologischen Gründen, sagte der ehemalige Finanzminister Kurt Rien gegenüber Bloomberg. Moskau, Russland. Das Rating von Russlands Präsident Putin ist innerhalb eines Jahres um 8% gewachsen. Laut einer im Februar und März durchgeführten Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungszentrums Levada möchten jetzt 65% der Respondenten, dass Putin als Staatschef wiedergewählt wird. Zugleich schrumpfte der Anteil jener, die jemand anderes zum Präsidenten wählen würden, um 3%. Ein historisches Maximum beim Wahlrating Putins war zuvor vom staatlichen Meinungsforschungszentrum WZIOM registriert worden. Für Putin würden bei den bevorstehenden Wahlen 74% der Bürger stimmen. WZIOM-Daten werden in der Opposition traditionsgemäß als voreingenommen kritisiert. Aber die jüngsten Daten des Levada-Zentrums bescheinigen Putin ebenfalls hohe Bevölkerungsunterstützung. So soll es auch sein. Moskau, Türkei. Das türkische Bauunternehmen Renaissance Construction hat die Ausschreibung für den Bau eines Terminals und Tunnels für den Moskauer Flughafen Scheremetjewo gewonnen. Trotz politischer Spannungen ist die russische Wirtschaft in zahlreichen Sektoren abhängig vom türkischen Know-how. Na, das glaube ich noch nicht so ganz. Ukraine. Die ukrainische gesellschaftliche Organisation Ostanya Barikada hat den Bürgern des Landes vorgeschlagen, von der kyrillischen Schrift zur lateinischen zu wechseln, berichtete Presse Ukraini. Der ehemalige Rada-Abgeordnete Balaschow sieht darin einen Weg zur schnellsten Europäisierung der Ukraine. Unsere Kinder werden mit Technologien besser vertraut, die zweisprachigen Tastaturen werden in der Vergangenheit bleiben, man wird Englisch schneller lernen können. In einem Land, was nie Englisch gesprochen hat, das ist schon wieder ein Ding. Mit dem System 5.10 erwarten uns große Veränderungen und ein massenhaftes Reichwerden der ukrainischen Bürger, schrieb der Politiker. Dreimal darf ich lachen. Italien, Russland, EU. Italien will die Beziehungen mit Russland verbessern, doch steht diesem Projekt die EU-Politik im Weg. Das erklärte der ehemalige Ministerpräsident Italiens und Ex-Präsident der Europäischen Kommission Prodi im Gespräch mit Isvestia. Prodi erklärte, dass Europa mehrere Fehler in Beziehungen mit Russland begeht. Dies komme einem politischen und wirtschaftlichen Selbstmord gleich.
Russland und die EU sollen wirtschaftliche Zusammenarbeit wieder aufnehmen und den kulturellen Austausch vorantreiben. Brüssel, Griechenland. Der Vizepräsident der EU-Kommission Dombrovskis warnte davor, dass Griechenland wieder das Geld ausgeben kann. Wir würden eine erneute Situation wie vergangenen Sommer gern vermeiden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Griechenland hat zurzeit ausreichende Geldreserven, aber es ist jetzt sehr wichtig, die erste Überprüfung des Hilfsprogramms abzuschließen, damit die nächste Tranche ausgezahlt werden kann. Toll. Man fragt sich nur, wohin die Gelder verschwinden. Und nicht nur das fragt man sich mittlerweile hier. Athen, Griechenland, Türkei. Seit vorgestern ist der sogenannte Flüchtlingspakt zwischen EU und Türkei offiziell in Kraft. Tausende Flüchtlinge von Griechenland könnten in die Türkei zurückgeschickt werden. Bislang zeigt der Pakt noch keinerlei Wirkung. Ein Pakt, also ich bezeichne das eigentlich als Hochverrat, möchte ich mal so sagen. Der Andrang von Flüchtlingen ist ungebrochen. Nach Angaben des Krisenstabes in Athen setzten auch in der Nacht zum Sonntag wieder 875 von der türkischen Küste auf griechische Inseln über. Samstag 1498, Freitag 670. Schweden, Ungarn. Eine schwedische Filmcrew wurde, nachdem die Polizei wegging, helligsten Tags von afrikanischen Asyltouristen angegriffen. Das gibt's nicht nur in Schweden. Zwei ungarische Polizisten sind am Freitag leicht verletzt worden, nachdem eine Flüchtlingsgruppe in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum in der ungarischen Stadt Halasch Steine auf sie warf. Die vergessen nach wie vor, dass sie hier Gäste sind. Oder doch nicht? Keine Gäste? Radebeul, Riesa. An den Elblandkliniken arbeiten vor allem weibliche Kräfte. Da die Krankenhausbesucher immer aggressiver werden, führen die Kliniken jetzt einen Sicherheitsdienst ein. Da, soweit ist es gekommen. Spätestens im Juli soll er an den Krankenhäusern in Riesa und Radebeul anfangen, Gelände und Häuser sichern. Im eigenen Land, das ist schon der Hammer. Damit dürften sich besonders Ärztinnen und Schwestern sicherer fühlen. Na, das glaube ich noch nicht. Die verweigern ja definitiv dann behandelt zu werden von den Ärztinnen und Schwestern. Berlin, Europa. Zur Aufforderung des französischen Ministerpräsidenten Valls, Deutschland müsse sich zur Obergrenze bekennen. Wieso immer nur Deutschland? Was ist mit Europa? Ich denke, wir sind Europa. Erklärte der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland. Falls Äußerungen beweisen, dass sich Merkel vollkommen isoliert hat. Sie hat mit ihrer verantwortungslosen Asylpolitik genau das Gegenteil einer europäischen Lösung erreicht. Die deutsche Politik der offenen Grenzen ist nicht nur schlecht für die deutsche Gesellschaft, sie ist mittlerweile auch zum Problem für Gesamteuropa geworden. Diese Kanzlerin ist zum Sicherheitsrisiko für ganz Europa geworden. Nicht nur das. Deutschland. Über unsere sogenannten Zertreter in den Landesparlamenten hat man es geschafft, nahezu überall diesen Zwangseinbau von Rauchwarnmeldern durchsetzen zu lassen. Diese Landespolitiker ließen sich dazu bringen, den grundgesetzlich geschützten Besitz der Mieter, die private Wohnung, noch weiter aufzubrechen, weiter zu entprivatisieren, sozusagen zu veröffentlichen. Da gehören immer zwei dazu. Der zweite, der sich gefallen lässt. Ganz einfach. Aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Da gibt es Lösungen. So einfach geht es auch nicht. Deutschland. Dave Möbius, über den wir schon sehr oft hier gesprochen haben, ach, der Honigmann hatte da definitiv schon mit der Petra Timmermann ein schönes Video gemacht. Schön ist relativ zu betrachten. Ist seit Juli 2015 im System verschwunden. Ich habe selber nochmal mit dem Jugendamt gesprochen. Das verweist an die Pressestelle. Die an den Landrat, der Landrat lässt ausrichten, dass er keinen Kommentar mehr dazu abgibt. Der Anwalt bekommt keine Akteneinsicht und niemand weiß, ob Dave noch lebt und ob es ihm gut geht. Ein Skandal höchsten Ranges. Die gute Nachricht. Jeff Bowles. Nachdem ich erkannte, dass die Einnahme von 4000 internationalen Einheiten pro Tag für mich nicht ausreichend waren, entschied ich mich für ein gefährliches Experiment, das allem widersprach, was mir Ärzte seit Jahren gesagt hatten. Zu viel Vitamin D sei gefährlich.
Ich begann mit der Einnahme von täglich 20.000 internationalen Einheiten pro Tag. Dann steigerte ich auf 100.000 Einheiten pro Tag, das 300-fache der als sicher eingestuften Dosis. Was passierte dann mit mir in den letzten 10 Monaten? Die hochdosierte Vitamin-D3-Therapie kurierte alle meine chronischen Krankheiten, teilweise mehr als 20 Jahre lang herumgeschleppt. Ja, sollte man insbesondere mit Vitamin K2 in Verbindung einnehmen, weil die Wirksamkeit da noch höher ist. Also grün ist dazu sozusagen. Die zweite gute Nachricht ist heute die Engelbotschaft für den 22. März 2016. Heute sind die Engel der Selbstachtung bei dir. Sie helfen dir, dich so zu sehen, wie sie es tun. Mit den Augen der allumfassenden Liebe. Sie leiten dich an, dich zu achten, wie sie es tun, und schenken dir Mut für alle anstehenden Veränderungen. Denn in den nächsten Tagen warten ganz wundervolle Möglichkeiten auf dich, die du nutzen solltest. Es ist wichtig, dass du zu dir und deiner Wahrheit stehst, denn es könnte sein, dass dich jemand beeinflussen oder aufhalten möchte. Oft geschieht dies aus Unwissenheit oder aber auch aus Neid. Wenn du nun eigene Wege gehen möchtest, sei auch dazu bereit, dich trotz der Steine, die dir jemand vielleicht in den Weg legen will, vorwärts zu gehen. Wenn du neue Wege gehst, werden sich vielleicht manche Menschen von dir abwenden. Dies ist eine Energiesache. Denn wenn sich deine Energie verändert, so müssen zwangsläufig einige Menschen sich von dir verabschieden, um Platz für neue zu schaffen, die mit deiner Energie kompatibel sind. Ja, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören, wünsche allen einen wunderschönen Abend und verbleibe wie immer eure Conny vom Honigmann. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Schauen wir mal, wie es weitergeht in diesem komödianten Irrenhausstadel hier. Und tschüss hier, viele liebe Grüße.